Hey ho, meine Lieben! 2 Kilo Rindschwein geschnetzeltes. Also 1 Kilo Schwein, 1 Kilo Rind, 2 Kilo Rindschwein. Ja, und was machen wir da draus? Wir machen uns heute einen leckeren, sahnig geschnetzelten Kessel. Ja, wir machen es heute im Kessel. Und ein bisschen beschummeln, weil mit dem Geschnetzelten habe ich auch schon geschummelt. Das war ursprünglich ein Gulasch und ich habe es einfach klein geschnetzelt. Tja, das Ganze wird heute in der Grillkota stattfinden. Da bin ich verbannt worden. Ich wollte ursprünglich auf dem Dreibein mit dem Schwedenfeuer machen. Ja. Aber wenn meine 2 kleinen Enkelkinder rumspringen, dann muss man das nicht auf dem Schwedenfeuer machen. Ja. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ja, wunderschön gesagt. Das wollte ich eigentlich sagen, aber passt so. Also, Übersicht und dann ab in die Grillkota. So machen wir das jetzt. Ja, Freunde, was hier jetzt noch fehlt, ist die Gemüsebrühe. Die müssen wir nachher noch ansetzen. Sahne. Beispielhaft bloß ein Becher jetzt. 5 Stück habe ich eingekauft. Werden wir sehen, wie viel wir brauchen. Ein Tomatenmark. Ich habe jetzt hier eins mit würzigem Gemüse. Lecker. 1 Kilo Champignons habe ich gemischt. 800 Gramm weiße, 200 Gramm braune. Hier die Küchenlampe spinnt ein bisschen. Deswegen ist gerade dunkel geworden. Salz, Pfeffer, Paprika. Unser SPP-Gewürz. Wie gehabt, unser Rindschwein, dann haben wir noch einen Weißwein, dann hier noch, ich glaube 3 oder 4 Zwiebeln hat Schatzi klein gehäckselt und 1 oder 2 Möhrchen. Tja, und das zweite, wo wir jetzt ein bisschen schummeln, Schatzi weiß ja, dass ich ewig, wirklich ewig immer brauche, um das Fleisch anzubrutzeln. Und deswegen hat die gesagt, mach die mir das Fleisch in der Küche, in der Pfanne und du blödes Licht da hinten gehst mir jetzt auf den Senkel, ganz tierisch. Ja, und deswegen wird die das Fleisch in der Küche schön anschmoren, anbrutzeln und uns dann in die Grillkota rausbringen. Tja, und die restlichen Zutaten wandern dann eigentlich gleich mit raus. Und wie wir draußen weitermachen, muss ich jetzt erst genau mit Schatzi abklären. Weil Schatzi ist hier unsere geschnetzelte Expertin. Genau. Weil das Ganze muss genauso lecker schmecken, als wenn es Schatzi alleine gemacht hätte. Und ja, nur dass es heute halt aus dem Kessel kommt. Attacke! So, Freunde, da haben wir das leckere Fleisch. Und das Wunderschöne heute ist, ich brauche mich nicht verkopfen, dass ich alles wieder aus dem Topf raushol und naja, ihr wisst, was ich meine. Gehe ich mal davon aus, da hinten stehen die restlichen Zutaten und ich richte mir jetzt gleich sofort und auf der Stelle die Kohlen ein, dass ich den drüber hängen kann und meine Schuhe, meine Latschen furzen wieder vor sich hin. Oh, erstmal hinhocken hier. Hier bin ich. So. Dann schieben wir mal die Kohlen hier drunter und dann wird das Ganze ruckzuck heiß. Kann man auch bei unseren Butterschmalz mit reinwuchten. Hier ist er und hallo Finn, der schaut da hinten zum Fenster rein. Und dann können wir nämlich, die Kämme auch höher stellen. Und ich denke, so habt ihr einen schönen Blick in den Kessel. Und da draußen geht es schon wieder zu. So, dann tun wir gleich einmal das Tomatenmark mit rein, dass das schön anschmorgelt mit. Tja, die Omas und die Enkels
Das ist immer so ein Kampf. Was dürfen sie nicht? Ja, mehr sage ich dazu nicht. So, dann tun wir jetzt das Tomatenmark erst schön anschmurbeln. Dann kommen die Zwiebeln mit rein und die Champignons. Das dauert natürlich jetzt alles. Aber nicht so lange, als wenn ich jetzt das Fleisch hätte portionsweise angebraten. Ja, wunderbar. Dann hauen wir gleich einmal unsere Zwiebeln und unsere Möhrchen mit rein. Also eigentlich hätte ich ja das jetzt auch wieder fast rausholen müssen, um die Champignons reinzutun, aber Leute, ich mache mir es halt wirklich bequem und einfach. Ich klatsche die Champignons jetzt einfach hier mit rein. Und dann tun wir die Stück für Stück unterheben unter die Zwiebelmasse und lassen sie so halt ein wenig mit anrösten. Die geben ja jetzt auch noch ein bisschen Flüssigkeit ab. Und zur Not tue ich halt schon ein bisschen was von der Brühe mit rein. Und so lassen wir jetzt die Pilze erst ein bisschen zusammenschnoppeln. Und ist es nicht wieder schön, wie er wackelt? Hin und her und rum und num. Oh, also mir macht es Spaß. Und wenn er jetzt so schaut im Vergleich zu vorher, ist es schon ein bisschen zusammengefallen. Jo, gut so. Rühre, 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 rühre. Tja, ich würde mal schlichtweg behaupten, das ist jetzt genug zusammengeschnorpelt. Und Schatzi hat gesagt, sie will heute viel Soße haben. Das kann sie haben. Es gibt nämlich lecker Spätzle dazu. Oh, und jetzt muss ich das Zeug aus der Pfanne da noch irgendwie reinbringen. Oi, 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 oi. Oh, da kommt nämlich auch noch jede Menge Fleischsaft mit hinzu. Schwupps. Freunde, ich sag's euch, das hat wirklich was, wenn man das Fleisch fertig angebraten bekommt. Also ich freue mich heute echt drüber. Hat mir hier heraus wirklich viel, viel Arbeit erspart. Wie viel waren das jetzt? In Milliliter? Ja, 1,4 Liter an Flüssigkeit. Da wird ja jetzt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde noch ein bisschen was verdampfen. Ist eher so, dass man noch was nachkippen muss, glaube ich fast. Was fehlt uns jetzt noch? Eigentlich bloß Salz, Pfeffer, Paprika und die Sahne. Ich räume jetzt dabei hier mal auf und ja, nachher dann hole ich euch natürlich wieder dazu. Jetzt haben wir 16:11. Ja, bis kurz vor 5 können wir das auf alle Fälle drauf lassen. Ja, und immer wieder mal umrühren und so easy und entspannend heute. Wunderbar. Schatzi! Ja? Kommst du mal? Was ist?
ich wollte mich bei dir nochmal recht herzlich bedanken für das Anbraten. Also das, ey, das glaubst du gar nicht, was mir das jetzt Arbeit erleichtert hat. Das ist unglaublich. Ja, weil sonst hat man am Mitternachtsessen gerade. Ja, das natürlich auch wieder. Gerade sagt Schatzi zu mir, ob ich einen Schuss Weißwein mit rein habe. Sag ich, verdammt, den habe ich draußen drinnen vergessen. Ja, dann habe ich das probiert und, boah, geil. Sollen wir noch einen rein tun? Ja, hätte schon rein. Und das dauert schon noch, die Karotten sind ja noch roh. Ja, die sind schon schön angeschmorgelt. Die sind ja schön klein geschnitten. Also ich denke, bis um 5 ist das auf alle Fälle gut, das kocht der jetzt. Wo? Das brodelt die ganze Zeit. Ich sehe nichts. Da, hier, schau. Wo? Hier brodelt's. Wo? Vorher hat es da drüben gebrodelt. Da, hier blubbert's auch wieder. Wo? Also ich, Leute, ich hole jetzt einen Weißwein. Und nur einen Schuss? Ja, dann hauen wir noch einen Schuss schnell rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ja, dann hauen wir halt noch ein bisschen was von dem Wein hier rein. Wenn Schatz das unbedingt möchte. So. Ungefähr die Hälfte von dem, was in der Flasche war, hat sie gesagt. Das wäre jetzt drin. Ich hoffe, das hat jetzt den leckeren Geschmack nicht versaut. Boah, Leute, das hätte ich jetzt echt so schon essen können. Mmh. Boah, geil. Nachher noch die Sahne mit hinzu. Das wird echt köstlich. 16:54, ich warte jetzt eigentlich bloß noch auf die erlösenden Worte, dass wir essen können. Bevor das hier jetzt komplett verköchelt. Aber das sieht schon mal sehr lecker aus und sehr lecker riechen tut's. Was ihr jetzt hier herin nachher auf alle Fälle noch zu sehen bekommt, wie wir die Sahne einrühren. Ja, und würzen tun wir das wahrscheinlich dann drinnen auf die Schnelle noch. Es ist soweit. Die Jugend ist endlich fertig mit der Scheiß-Holzspalterei und sind da, dass wir endlich essen können. Sprich, ich kann jetzt endlich die Sahne mit hinzuklatschen. Einmal. Zweimal. Noch einmal ordentlich aufrühren hier. Heiß genug ist das Ganze noch. Angekokelt ist gar nichts dieses Mal. Gott sei Dank. Und würzen tut es jetzt drin noch. Schatzi fertig. Und ja, dann gibt es natürlich auch drinnen das Probiererle. Jo Schatzi, Walte deines Amtes. Mein Amt für was? Fürs Würzen. Oh. Ja. Hier habe ich Dings zum Umrühren. Zuerst schon mal probieren. Ja, ein bisschen was glaube ich schon, das noch rein muss. Ein bisschen Salz braucht man noch. Weil dann habt ihr das nämlich auch noch gesehen. Und dann kann keiner jammern. Ein bisschen Pfeffer und noch ein bisschen Paprika. Aber nicht so viel, weil ja unsere Zorge heute mit essen. Mhm. Tja, Freunde. Und mit dem Fleisch am Braten, es hat sich halt einfach heute so wunderbar angeboten. Es kann natürlich sein, wenn ich das wieder mache, dass ich dann draußen mit einer Pfanne anbrate. Auf alle Fälle in Zukunft, wenn ich was im Kessel mache, braten wir das Fleisch vorher an. Sei es jetzt auf dem Grill, auf der Feuerplatte oder im Notfall auf dem Herd. Gut? So, fertig. Jawohl. Essen, fassen. Gut. Und da hinten, seht ihr das? Ganz da hinten, da stehen schon die Spätzle. Die sind schon hier. Das war ja fast gelogen. Hier stehen nochmal Spätzle. Die wurden nochmal schnell angebrutzelt. Hier wieder lecker Gurkensalat, den hole ich gleich zu mir. Den muss man ein bisschen wegschieben. Ja. So Platz haben. So. Essen. Und jetzt fassen. Können wir essen. Fritz, ja, wie lange haben wir denn noch? Eine Woche.
Eine Woche? Ja. Juhu! Dann drückt sie einen immer so ins Eck rein, wenn sie vorbeigeht. Leute, hier geht's zu. Egal. Jugend und Kohl sind da. Ja, und was soll ich sagen? Hier ist mein fertiges Tellerchen. Und jetzt wird probiert. Richtig, richtig lecker. Leute, da kann ich mich reinknien. Total einfach, total lecker, einfach nachmachen. Nachher vielleicht noch mal kurzes Fazit. So Freunde, ich glaube, ein Fazit von allen ist überflüssig, so gut wie die reingespachtelt haben. Hey Mann, ich bin auch so voll, das war so lecker. Oder will noch jemand von euch was dazu sagen? War lecker. Lecker, lecker. Da guckt er. Naja. Okay, also, es war wirklich, wirklich richtig lecker. Klare Nachmachempfehlung und Leute, es ist so einfach zu machen. Tja, ja, das stimmt. Was soll ich da dazu noch mehr oder lang reden? Das war's mit diesem Video. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski, Däumchen nach oben nicht vergessen. Freundliches Kommentar, Abo und der ganze Blablabla. Tschaikowski. Bla, bla.